Als ursprünglicher Innovationsführer im Smartphone-Markt ist die Aufmerksamkeit um den Hersteller Huawei nach dem US-Bann im europäischen Markt ziemlich schnell gefallen. Gerade mit dem später eintreffenden Verbot der eigenen Kirin-Prozessoren wurde ihnen sehr viele Steine in den Weg gelegt. Aufgegeben haben sie jedoch nie. Über die Jahre stellte die Firma zunehmend viele konkurrenzfähige Produkte vor. In vielen vergangenen Videos zu Samsung haben wir auch gesagt, wieso sie so motiviert an faltbaren Smartphones entwickeln und arbeiten mit neuem Namen an dem Zukunftskonzept, bis das irgendwann vielleicht mal zum Standard wird. Heute glauben wir vielleicht nicht an faltbare Displays, so wie wir vor 10 Jahren nicht an große Displays geglaubt haben. Aber starke Technologiefirmen nehmen einen Trend mit, bevor die Welle eintrifft. Führende Technologiefirmen sind die, die die neuen Wellen erschaffen. Und selbst Huawei folgt in einer schwierigen Lage diesen Weg. Mate XS, X2 und jetzt das XS2. Heute schauen wir uns mal an, was faltbare Smartphones von Huawei so taugen und was dieses Modell dabei so einzigartig macht. Gleichzeitig thematisieren wir auch zwei Produkte aus dem aktuellen Kopfhörer-Lineup von Huawei, die FreeBuds Pro 2 und FreeBuds SE an beiden Enden. Schließlich ist das Ökosystem für die Erhaltung von Kunden doch schon sehr wichtig heutzutage. Das Besondere am Mate XS2 ist natürlich die Art des Faltens, die sich von der Art her von allen anderen faltbaren Smartphones da draußen unterscheidet. Es faltet sich nämlich nicht nach innen, sondern nach außen. Dadurch ersparen wir uns das zweite Display auf der Außenseite, da sich das kleine Display einfach größer zieht. Das sorgt im Kontrast zum Galaxy Z Fold nicht nur dafür, dass sowohl das kleine als auch das große Display über ein identisches Erlebnis verfügen, es reduziert auch die Kosten und schafft mehr Platz im Gehäuse. Die Leichtigkeit ist eines der wichtigsten Mottos beim diesjährigen Mate XS2 gewesen. Das Smartphone ist vom Gewicht her rund 20 Gramm leichter als die anderen bekannten Foldables. Mit einem Gewicht von 259 Gramm sind wir hier ungefähr auf Niveau eines iPhone 14 Pro Max mit Panzerglas und Hülle. Weil es an den Seiten, insbesondere links beim Display, auch noch stark abgerundet ist, würde ich sogar sagen, dass das Inhaltgefühl beim Mate besser ist. Zusammen mit der Tatsache, dass das Smartphone insgesamt wirklich sehr dünn ist, gerade das aufgeklappte Display, handelt es sich hier wirklich um ein sehr gutes Design, das im Alltag auch die Hürden eines Foldables versteckt. Außerdem ist das Display aufgeklappt durch das neue Scharnier extrem flach, sieht wirklich fast so aus wie ein Tablet und die Falte ist unter allen Foldables auch am geringsten zu erkennen. Auch wenn ich sowieso immer sage, die Falte ist eigentlich so ein bisschen wie so eine Notch, sie interessiert nur die Nichtnutzer von faltbaren Smartphones. Im Alltag gewöhnt man sich sehr schnell und kann sie einfach ignorieren. Aber die Kontrolle der Falte ist hier beim Mate XS2 trotzdem ziemlich beeindruckend. Egal ob vom optischen oder haptischen, man kann diese als einen Vorteil der nach außen faltenden Foldables durchaus als Nummer 1 auf dem Markt bezeichnen. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass sich die Frontkamera innerhalb des schwarzen Loches beim Aufklappen immer etwas verschiebt. Damit der Abstand zum Rand optisch gleich bleibt, haben sie eben softwareseitig diesen schwarzen Rand drumherum gezogen, sodass sie ovalförmig wurde. Der Grund dahinter ist, dass das Display im aufgeklappten Zustand natürlich nur weniger Fläche braucht als zugeklappt, minimal, da dieser Knick in der Mitte eben nicht vorhanden ist und das Display nach außen drückt. Huawei rückt also den Bildschirm beim Ausklappen immer um rund einen Millimeter nach rechts. Das ist durchaus ziemlich gut gelöst und sollte im Alltag also nicht auffallen. Aber Produkte sind natürlich immer nur ein Abwägen von Kompromissen. Natürlich bringt das alles auch so Schwierigkeiten mit sich, nämlich zum Beispiel die Rückkamera. Da sich im aufgeklappten Zustand außen nur das Display befindet, gibt es hier natürlich keinen Platz mehr für die immer größer werdenden Smartphone-Kameras. Mit einer Frontkamera willst du ja schließlich sicherlich nicht deinen Alltag festhalten. Daher haben sie an der Seite des Gerätes einen Balken integriert, der deutlich breiter ist als der Rest des Gerätes. Hier befinden sich die unterschiedlichen Kameras. Das bringt nur den Nachteil mit sich, dass man das Mate XS2 nicht so leicht wie ein Samsung Z Fold aufklappen kann, sondern immer diesen Knopf dafür drücken muss, um das zu entsperren. Die größte Schwierigkeit bei dem nach außen faltenden Design ist aber weiterhin die Stabilität.
Denn wenn das aus Kunststoff bestehende, faltbare Display sich die ganze Zeit außen befindet, auf dem Tisch liegt und in der Hosentasche direkt Kontakt zu anderen Gegenständen hat, dann ist es natürlich deutlich leichter zu zerkratzen. Huawei spricht bei der Stabilität diesmal nur von der Bruchsicherheit der Hinge. Die ist tatsächlich auch gegeben, aber zum Beispiel ist auch bei meinem Sample schon die Folie deutlich zerkratzt. Das Display des Huawei Mate XS 2 ist ein faltbares OLED. Die Auflösung 2480x2200, damit kommt es auf eine PPI von 424 und unterstützt noch eine Bildwiederholrate von 120 Hz sowie Touch-Sampling-Rate von 240 Hz. Insgesamt kann man hier nicht sagen, es handle sich um eines der besten Displays in Smartphones, aber es wird definitiv vollkommen ausreichen. Was das Seitenverhältnis anbelangt, da hat man sich unter den verschiedenen Herstellern ja noch nicht wirklich auf den besten Kompromiss einigen können. Huawei setzt hier auf den laut ihnen goldenen Schnitt, ein Format von 8:7,1, also umgerechnet ungefähr 21:18,6. Wenn man also Splitscreen oder das Gerät zugeklappt verwendet, hat man auf ein relativ übliches Format von 21:9 theoretisch sogar noch etwas breiter. Das ist im Kontrast zu den Fernbedienungen von Samsung oder Xiaomi doch schon ein sehr deutlicher Vorteil. Die Rate von Nutzung des äußeren und inneren Displays beträgt nach Studien ungefähr 6:4. Das bestätigt auch meine Nutzung. Das heißt, dass das gute Erlebnis des Außendisplays definitiv bei einem Foldable nicht fehlen darf. Im Inneren werkelt natürlich kein Kirin-Prozessor mehr im Huawei Smartphone. Und aufgrund der Vorstellung des Mate XS 2 bereits Anfang diesen Jahres lediglich der Snapdragon 888 4G. Dieser zeichnet seine Probleme bei der Effizienz vor allem in den faltbaren Smartphones sehr negativ aus. So hat auch das Mate XS 2 nur eine sehr schlechte Akkulaufzeit und erhitzt sich bei der Nutzung doch relativ schnell. Beim Mate 50 Pro setzen sie beispielsweise schon auf den Snapdragon 8 Plus Gen 1 Prozessor. Diese Situation sollte sich also in Zukunft durchaus verbessern. Die Software ist für ein faltbares Smartphone fast schon die wichtigste Komponente, die wirklich den Mehrwert für den Nutzer im Alltag schafft. Das ist natürlich auch der schwierigste Punkt für Huawei, denn durch die erzwungenen Einschränkungen mit den fehlenden Google-Diensten ist die Anerkennung ihr gegenüber nicht gerade besonders hoch. In einem vergangenen Video von vor wenigen Tagen haben wir uns die Situation aber mal genauer angeschaut und überprüft, inwiefern aktuelle Huawei-Smartphones nach wie vor Einschränkungen mit sich bringen. Das Video findet ihr nun auch einmal oben verlinkt. Was jetzt für unser Video wichtig ist, ist, dass die meisten Apps eigentlich sogar ohne Einschränkungen oder manche über Umwege funktionieren. Es ist nur schwierig, sie von überall herauszufischen. Um den realen Mehrwert von Foldables zu entfalten, ist man natürlich noch auf die Software angewiesen. Hier ist es leider nicht einmal Huaweis Schuld, dass es dazu beim Mate XS 2 eigentlich nicht so viel zu sagen gibt. Von der UI her gibt es natürlich viele Features für Multitasking. Beispielsweise kann man einfach in einer App nach oben wischen und dann links und rechts jeweils Splitscreen und schwebende Fenster aktivieren. Das geht auch über die Seitenleiste mit bis zu zwei Apps. Sie funktionieren dabei echt gut und intuitiv. Von der Optimierung für spezifische Apps kann ich jetzt natürlich sagen, dass sich Huawei hier aufgrund ihrer besonderen Lage nicht viel Mühe gegeben hat. Teilweise sind Apps einfach nur langgezogen mit besonders großer Schrift zu sehen. Aber hier ist selbst der Marktführer auf dem europäischen Markt in Foldables Samsung nicht besonders besser. Es ist einfach die Situation auf dem Android-Markt. Hier könnt ihr auch fast mein Z Fold 4 Review für genauere Informationen schauen. Bei hauseigenen Apps ist das schon etwas besser gelöst. Beispielsweise bei den E-Mails hat man immer die Spalte mit allen Mails und daneben die Vorschau. Was ich aber noch ergänzen würde, zum Beispiel bei den Dateien, ist, dass man zwei Fenster der gleichen App öffnen kann, um zum Beispiel mehrere E-Mails gleichzeitig zu lesen oder Dateien hin und her zu schieben. Gerade mit dem Dock in der neuesten Version finde ich durchaus, dass Samsung hier schon einen Schritt weiter ist. Im chinesischen Markt hat Huawei beispielsweise sogar die beste Optimierung auf die verschiedenen Drittanbieter-Apps. Durch die von außen bedingte Situation ist das natürlich hier im westlichen Markt nicht so einfach möglich. Rein von der Benutzeroberfläche betrachtet handelt es sich aber sogar um eine recht schöne Software. Sie steht nur durch die sonstigen Umstände in so einem Licht da.
Die Animationen sind super flüssig, die Optik einheitlich und vor allem die Flüssigkeit in der Bedienung extrem hoch. Kombiniert mit der Bildwiederholrate von 120 Hz, die dabei auch sehr konstant gehalten wird, finde ich das Nutzungserlebnis durchaus sehr angenehm. Die reine Flüssigkeit kann man sogar als eine der besten im Android-Bereich beschreiben. Vielleicht noch einige wenige Worte zum Kamerasystem. Auch wenn das bei einem faltbaren Smartphone natürlich keine hohe Priorität hat, aber Huawei war schließlich vor kurzem noch der Marktführer in diesem Bereich. Durch die physischen Einschränkungen verfügt die 50-Megapixel-Hauptkamera leider über keine optische Bildstabilisierung. Unter den verschiedenen Foldables würde ich sie vielleicht sogar als beste Kamera einstufen, aber das Mate X S2 kann natürlich nicht mit dem Flaggschiff-Smartphones des normalen Formfaktors mithalten. Die 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera kann auch eher mit seinem weiten Sichtfeld als mit einer guten Qualität hervorstechen. Und die 8-Megapixel-Zoom-Kamera ist, glaube ich, auch schon die gleiche wie vor 3 Jahren im P30. Vor allem den Viewfinder könnten sie echt mal verbessern. Der ist gerade auf dem großen Display so unscharf, daran stirbt oft schon vor dem Auslösen die Hoffnung, dass das Ergebnis gut aussehen wird. Die neuen FreeBuds Pro 2 kommen immer noch im alten Case. Es gibt aber diese blaue neue Farbe zur Auswahl, die gut zu den Galaxy Buds Pro passt. Die Kopfhörer selbst sind auch nach wie vor im alten Design gehalten. Das Gewicht ist ungefähr so schwer wie bei den AirPods Pro und sitzen sehr angenehm im Ohr. Vor allem sticht aber der Klang hervor. Durch die Zusammenarbeit mit DeWalle handelt es sich hier definitiv um die besten In-Ear-Wireless-Kopfhörer eines Smartphone-Herstellers mit dem vollsten und ausgeglichensten Klang. Das Noise-Cancelling ist ebenfalls sehr gut, nicht auf Niveau der neuen AirPods Pro 2, aber definitiv gut genug, sodass man auch im Alltag einen deutlichen Effekt spürt. Zum Beispiel in der Bahn ist es nicht so, dass man jetzt gar nichts mehr hört, nur noch ein sehr leises Rauschen. Dazu gibt es eben auch einen relativ guten Transparenzmodus. Das Rauschen ist hierbei nicht besonders stark, persönlich nutze ich das im Alltag aber fast nie. Zusätzlich verfügen die Kopfhörer über alles Wichtige, was man erwartet. Ein hochwertiges Case, Trageerkennung, viele zuverlässige Gesten, kabelloses Aufladen, IP54 Wasserschutzzertifizierung. Für UVP 180 Euro oder aktuell 150 Euro ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Man kann sie problemlos weiterempfehlen. Am anderen Ende, für 35 Euro, gibt es auch die FreeBuds SE. Als ein eigentlich Premium-Hersteller, was können sie für diesen Preis bieten? Die softwareseitige Integration ist auch hier bei dem Produkt super. Darauf gehen wir jetzt gleich noch einmal ein. Mir liegt bei dem Modell die grüne Farbe vor. Die kann ich auf jeden Fall als auffällig beschreiben. Das Design ist ziemlich durchschnittlich für solche Kopfhörer. Mit dem Silikon setzen sie sehr angenehm im Ohr. Aber durch die ziemlich lange Stange unten halten sie zumindest in meinen Ohren jetzt nicht besonders stabil. Auch wenn man hier für den Preis natürlich auf einige Funktionen verzichten muss, ist der wichtigste Aspekt, der Klang, gar nicht einmal so schlecht. Grundsätzlich würde ich natürlich immer empfehlen, etwas mehr Geld für ein Technikprodukt auszugeben, wenn man das wirklich lange nutzen möchte, aber als unteres Ende der Fahnenstange hat Huawei hier durchaus ein gutes Produkt abgeliefert. Um sich als Hersteller im Markt zu etablieren, ist es natürlich wichtig, neben hochwertigen Smartphones auch ein gutes Ökosystem drumherum zu verfügen, um die Nutzer zu fesseln. Das hat Huawei definitiv vorbildlich hinbekommen. Bereits vor 2 Jahren haben wir ja ein Video zum HarmonyOS Ökosystem veröffentlicht. Bereits im Kontrollzentrum deines Smartphones wird dir angezeigt, wenn sich Huawei-Produkte umher befinden. Man kann sie anschließend direkt koppeln und von hier Einstellungen vornehmen. Bei den Kopfhörern gibt es zusätzlich auch dieses Pop-up mit den sehr schönen Animationen. Die Kopfhörer sind dabei auch in der Farbe, wie du sie tatsächlich auch hast. Natürlich sieht man den Unterschied zwischen den Preisklassen. Bei den FreeBuds SE gibt es beispielsweise keine Animationen und in den Einstellungen auch nicht dieses extra schicke Symbol. Aber auch hier kann man direkt bei Bluetooth die Einstellungen zum Beispiel für die Gesten vornehmen. Die Integration in der Software ist also gut. Das hat mich gerade bei den FreeBuds SE für unter 50 Euro stark überrascht. Wenn ihr jedoch über ein Smartphone eines anderen Unternehmens verfügt, müsst ihr euch erst einmal die AI Live App herunterladen und dann dort koppeln. Es handelt sich bei Huawei definitiv um den softwareseitig nahesten Konkurrenten zu Apple. Wäre ein Video über das aktuelle Huawei Ökosystem für euch interessant? Durch die aktuelle Situation ist es natürlich immer sehr schwer, die Huawei Smartphones zu beurteilen.
Wenn ich es vorwegnehmen darf, kann ich sagen, dass es sich beim Mate XS2 aufgrund einiger der oben genannten Einschränkungen definitiv nicht um ein für den Normalverbraucher alltagstaugliches Smartphone handelt. Wenn ihr wirklich den Formfaktor des Foldables ausprobieren wollt, ist ein Samsung Galaxy Z Fold 4 in jedem Fall die bessere Option. Trotzdem handelt es sich hier aus technischer Sicht beim Mate XS2 um ein sehr spannendes Stück Technik. Viele wussten vielleicht nicht, dass es sich bei Huawei nach wie vor um den Hersteller handelt, der fast am meisten Investitionen in Forschung tätigt. Das können wir auch an den Produkten erkennen. Ohne Huawei wäre der Markt definitiv nicht so weit fortgeschritten wie heute. In den letzten Tagen wurde durch die amerikanische Regierung ein Verkaufsverbot für Huawei-Produkte bekannt gegeben. Das ist natürlich ein noch größerer Schlag, vielleicht der Todesschlag für das einst sehr aufstrebende Unternehmen. Auch wenn es hier natürlich nicht politisch werden soll, tut das natürlich gewissermaßen dann schon weh, dass auch das Land, das sich einst den Freihandel an die Fahne schrieb, gegenüber stärkerer Konkurrenz ihre eigenen Werte aufgeben muss. Am Ende leidet nur der technische Fortschritt darunter. Dennoch können sich die anderen Hersteller ein Vorbild von Huaweis Aktivitäten der Vergangenheit nehmen, denn sie haben es auch fast als einziges Unternehmen geschafft, wirklich feste Füße im Premium-Smartphone-Markt zu fassen. Wenn euch das Mate XS2 vielleicht doch ein bisschen zu teuer ist, seht ihr jetzt im Bild einen aktuellen Kaufguide von mir verlinkt, in dem ich die besten Smartphones für jeden Preisbereich im Markt vorstelle. Schaut dort gerne einmal vorbei. Okay, wenn euch dieses Video inspiriert oder informiert haben sollte, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos rund um aktuelle Smartphones mehr zu verpassen. Vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.